Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Und herzlich willkommen zurück zum Feuerwerkssimulator. Ich habe schon viele Videos vom Feuerwerkssimulator gebracht, aber es kam ein Silvester-Update. Es gibt nämlich jetzt Workshops. 17 Seiten aktuell. Dort habe ich mir schon ein bisschen was runtergeladen. Und wir wollen uns das jetzt mal ein bisschen angucken. Deswegen geben wir einmal ein Flat rein. Ein bisschen habe ich natürlich schon mal reingeschaut, wie das funktioniert und so. Und ja, keine Ahnung, wie lange das Video wird. Wir haben uns natürlich schon mal ein bisschen informiert, wie das funktioniert. Und ja, so, wir sind wieder auf unserem feinen Feld. Wir haben einmal die 2022er, die ist jetzt neu, wie bei der 2021er. Ist jetzt dabei. So, und jetzt seht ihr hier ganz viele Batterien. Die möchte ich jetzt mit euch gerne durchtesten. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Aber ich habe mir einfach gedacht, wenn es ein Update gibt, dann möchte ich euch das natürlich auch zeigen. Einige Feuerwerke dauern auch bis zu 2 Minuten. Einige sind ziemlich schnell runtergebrannt. So wie diese zum Beispiel. Wie ich finde, eigentlich sehr schön. Oh, war noch gar nicht durch. Wie gesagt, die Batterien, die gibt es jetzt alle im Workshop. Wunderbar. Ich will mal sagen, das war die erste Batterie, die Golden Star. Silver Dragon. Silver Dragon. So, Silver Dragon 50. Das eine war Silver Dragon 150. Und das ist jetzt die Silver Dragon 50. Wie gesagt, klein aber fein. So, die nächsten beiden, die werde ich mal verbinden, weil im Prinzip haben wir dort beides die gleichen Effekte. Wie gesagt, eine kleine Startrakete, ihr kennt es ja bei mir. Eine Granny.
Und ihr werdet gleich sehen, im Prinzip sind beide Feuerwerke identisch. Die eine geht gerade nach oben und die anderen geht so gefächert auseinander. Okay. Ich setze noch mal eine hin, danke. Im Prinzip hattet ihr bei der einen wirklich so eine gefächerte und die geht jetzt gerade nach oben. So. Dann haben wir die erste Reihe schon durch. Dann geht es in die nächste Batterie. Wunderschön. So. Nächste. Helios Athos. Ich stelle jetzt immer eine Reihe hin. Dann kann ich mir auch merken, welche wir noch nicht hatten. Wunderbar. Auch sehr schön. Ja, ich mag einfach solche Feuerwerkstests. Ich finde jetzt auch dieses Winterupdate mega gut. Wunderbar. So, Black Widow. Auch sehr schön. Wie gesagt, klein, aber fein. So, und die nächste. Sehr schön.
So, dann hätten wir die zweite Reihe auch durch. So, das ist jetzt diese Reihe. Jetzt müssten hier fünf Boxen stehen. Wunderbar. Dann fangen wir wieder hier links an. Sehr schön. Jetzt geht es in die zweite rein. Ja, auch sehr schön. So. Dann rein in die nächste. Wunderschön, aber auch sehr laut. So, jetzt nehmen wir erstmal den hier. Auch sehr schön. Sehr schön. Ich muss sagen, das Silvester-Update gefällt mir richtig, richtig gut. So, nächster. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier die nächste Reihe. So. Feuerzeug.
sehr schön. Nächster. Ja, klein, aber fein. So. Auch sehr schön. So. Weiter geht's. Und dann die letzte Box aus dieser Reihe. Wunderschön. Dann würde ich fast behaupten, dann haben wir die Reihe auch abgeschlossen. Dann geht es jetzt in diese Reihe. Jetzt dürfen hier wieder fünf Pakete stehen. Fangen wir einfach mal hier vorne wieder an. Nett. So. Weiter geht's.
Wunderschön. Nächste. Es gibt Batterien, da passiert viel. Und es gibt Batterien, da passiert gar nichts. Wunderbar. So. Nächste Reihe. So. Jetzt stehen hier wieder fünf Dinger. Ich denke mal, mit der Reihenweise ist das doch ganz gut. Ich weiß, am Ende kommt auf jeden Fall noch eine Batterie, die geht so 2,5 Minuten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, ich mache mal alle drei. Ich denke mal, die sind alle ziemlich ähnlich. Weil seht's ja, das sind alles Zehner-Dinger. Weiter geht's. So. Wunderbar. Ihr seht's natürlich. Die werden immer größer und größer. Aber wir werden jetzt noch mal alle durchprobieren. Das ist wieder eine Zehner. So wie die Vorgänger. So kleine einfache Batterien. Da passiert jetzt auch nicht viel, wie ich finde. Sehr schön. So, die große Batterie, die mache ich gleich zum Schluss. Ich werde jetzt erstmal hier die beiden rechts zünden.
Wunderbar. Jetzt zünden wir hier die Kleine an. Schönes Finale. So. Und jetzt kommt hier diese große Kiste. Sehr schön. So, jetzt geht's rein in die nächste Reihe. Diese Reihe hatten wir gerade. Ihr seht, die Kisten werden immer größer. Das Beste auf jeden Fall zum Schluss. Wir arbeiten uns aber jetzt trotzdem weiter. Einmal hier runter. Schön. So, nächste. Auch sehr schön. So. Ja, ich hatte gerade mal zwei parallel gezündet, weil ich gedacht habe, probiere ich es einfach mal aus. So. Jetzt geht's rein.
Wunderbar. Das war jetzt diese Reihe. So, ich habe auf jeden Fall die richtigen erwischt. Ich würde mal sagen, wir machen weiter hier mit dem Kleinen. So, jetzt würde ich einmal den linken machen, dann den rechten und dann den in der Mitte. Schön. Das war hier der linke. Ihr seht's. Abfahrt.
Wunderbar. So, jetzt kommt die große Box in der Mitte dran. Muss sagen, die kann was. So, das war jetzt diese Reihe. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Wunderbar. Mal eben gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die letzten Feuerwerke rein. Fangen wir einfach mal hier hinten an. Wunderbar.
Wäre natürlich schöner, wenn das im Dunkeln wäre, aber... Ja, bei vielen Batterien denkt man, da passiert nicht so viel. Wie bei dieser Batterie, da denkt man auch, da passiert nicht viel, aber doch, die kann schon was. So, nächste Batterie. Letzten 5. Wunderbar. So, weiter geht's. Der Bärchen. So, 3 Stück noch. Ja, die fand ich jetzt nicht ganz so gut. Aber okay. Letzten beiden. Wunderbar. Und jetzt geht's ab in die letzte.
Und damit würde ich sagen, ciao mit Frau Robin, tschüss.